Alles klärchen, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zur Pokémon-Liga. Hierfür müssen wir surfen. Route 27. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch eine extra eine Route gibt. Ich meine, das ist am Ende von der Johto-Map. Ob es sich da noch lohnt, eine Route einzubauen? Ich weiß nicht. Ach ja, wir haben wohl irgendwie noch an erster Stelle vom Duellton-Kampf. Ich glaube, das müssen wir schnell ändern. So, ich tausche mal X-Bud an erste Position. Okay, so. Hier geht's anscheinend weiter. Was? Trainer? Nein. Hey! Weißt du, was du gerade getan hast? Was denn? Habe ich eine Mücke zerquetscht oder was? Du hast gerade deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Sieh auf die Karte in deinem Pokécom. Na gut, dann machen wir das mal. Aha, okay. Kanto, wir sind jetzt in Kanto. Sehr interessant. Also wir sind jetzt hier bei Toyofälle. Anscheinend geht die Map hier noch weiter. Das ist ja geil. Route 27 sind wir jetzt gerade. Route 26. Und Indigo Plateau. Ah, da kommen Indigo hoch. Ich glaube, da waren wir sogar in der Game Edition, nicht wahr? So, Siegestraße. Da waren wir auch in der Game Edition. Route 28, da waren wir noch nicht. Aber ansonsten sieht man hier die Kanto-Region mit allen Städten sogar. Sehr interessant. Ob wir die Städte vielleicht sogar erkunden können? Hm, vielleicht. Eines Tages. Eines Tages werden wir es wissen. Und jetzt fällt mir ein, ich hätte Whirlpool doch mitnehmen sollen. Okay, wisst ihr was? Ich hol... Nee, mach ich jetzt nicht. Das mache ich ein anderes Mal. So, hier sind wir jetzt bei der Toyofälle. Hier kommt man nur vorbei, wenn man den achten Orden hat. Deswegen ist hier ein Kaskade-Fasserfall. Und einen Mondstein haben wir gefunden. Den werden wir wahrscheinlich nicht verwenden. Weil wir kein Pokémon haben, das sich durch einen Mondstein entwickelt. Außer vielleicht ein Pummelow, wenn ich mal eins fangen sollte. Ein wildes Pokémon. Fleckmon, oder? Fleckmon? Fleckmon? Ja. Ja, wenn man das Spiel so schon tausendmal durchgespielt hat, dann weiß man schon die Pokémon, die kommen werden. Und ich arbeite nicht mit irgendwelchen Tricks, das ist wirklich alles live. Ich kann alles vorhersehen, was kommt. Und jetzt prophezei ich ein Golbat. Nein, nochmal ein Fleckmon. Also, falls ihr euch einen Fleckmon holen wollt, mit Level 22, obwohl eure Pokémon hier schon längst Level 40 haben sollten, geht zur Toyofälle, hier gibt es Fleckmons ohne Ende. So, und hier geht die Toyofälle wieder nach unten. Ja, nicht so besonders groß die Höhle, hier ist auch schon der Ausgang. Und ein weiteres Fleckmon. Gibt es hier nur Fleckmons oder was? Komm, ich hatte noch andere Pokémon in Erinnerung. Na gut, dann gehen wir hier raus. So, hier ist eine Trainerin, aufpassen. Hier ist ein Haus, gehen wir mal da rein. Wohin möchtest du mit den Pokémon? Zur Pokémon-Liga? Sind deine Pokémon loyal genug, um zu gewinnen? Ich werde das überprüfen. Ah, deine Pokémon vertrauen dir blind. Es ist schön, einen guten Trainer zu treffen. Hier ein Geschenk für deine Reise. Das ist TM Sandsturm. TM 37 enthält Sandsturm. Diese Attacke fügt beiden Kämpfern Schaden zu. Nur erfahrene Trainer sollten sie einsetzen. Setze sie ein, wenn du dich traust. Viel Glück. Ja, danke schön für die TM und für dein Vertrauen. So. Ich prophezeie, ihr erstes Pokémon ist ein Bisasam. Hier kommen nur selten Menschen vorbei. Trainierst du vollkommen allein? Ja, vollkommen allein. Vollkommen allein mit meinem Pokémon trainiere ich. Trainer. Ich prophezei ein Bisasam. Oh mein Gott, wie konnte ich jetzt da nur drauf kommen? Okay, ist gut, dass es ein Pflanzen-Pokémon ist, denn X-Bud kann dieses Bisasam leicht killen. Natürlich könnten wir auch unser Tornupto einsetzen. Ha, jetzt habe ich es wieder richtig gesagt. Nicht Imperator, sondern wieder Tornupto, habe ich gesagt. Okay. Ihr zweites Pokémon ist ein Bisaknosp, sagt mir mein Uri Geller Gedächtnis. Ah, ich bin Pegasus. Also gut, dann setze ich jetzt Tornupto ein.
Wo ist Tornupto? Tornupto? Haben wir Tornupto jetzt in der Box gelassen oder was? Na, ich bin vielleicht ein Held. Na gut, dann nehme ich nach Tara. Wir haben unseren Starter einfach in die Box gelassen. Super. Also gut, nach Tara. Bodycheck. Nein, warum triffst du mich? Oh. Nein, Egelsam, nicht gut, nicht gut. Okay, Bodycheck. Bam. One-Hit, glaube ich, oder? Wirst du One-Hit? Nein, ach, nach Tara kommen. Du enttäuscht mich erneut. Und jetzt lässt du dich auch noch von dem nach Tara, von dem dieser Knoss KP absaugen. Das gibt's doch gar nicht. Okay, Staffette. Ich hab genug von dir. So, jetzt wechsle ich zu X-Bud wieder. Hä? Was war das denn jetzt? Immer noch Egelsam, aber wir haben doch unser Pokémon gerade ausgetauscht. Ich verstehe es nicht. Na ja, gut. Wow, Rasierblatt. Und jetzt mach mit diesen Pflanzendinger Gemüse draus. Mach Gemüse aus diesem dieser Knoss. Nein, du sollst nicht aufhören, anzugreifen. Warum funktioniert denn der Egelsam noch? Ach ja, wir haben ja Staffette eingesetzt. Verdammt, das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Denn das Pokémon, was Staffette einsetzt, übernimmt gleichzeitig die Eigenschaften des Pokémons, was ausgetauscht wird. Deswegen war es nicht so klug, Staffette einzusetzen. Aber wieder was gelernt. Jetzt weiß ich, dass man nicht Staffette einsetzen soll, wenn das Pokémon durch Egelsam erwischt wurde. Auch wieder was Neues gelernt. Oh Gott, jetzt wird unser X-Bud wegen dem Egelsam gekillt. Oh nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich muss X-Bud austauschen. Und zwar nehme ich jetzt mal Alpaulo. Okay, Alpaulo. Ja, aufs Maul mit einem Rasierblatt. Und jetzt spuckt er ins Gesicht. Sehr schön. So, und ich prophezeie, drittes Pokémon ist ein Bisaflor. Bisaflor, sagt mir mein Pokémon-Gedächtnis. Bisaflor, mein Pokéhirn, ja. Okay, und ich prophezeie, wir können dieses Bisaflor mit Alpaulo killen. Und zwar mit Hypnose. Für den Anfang. Denn Bisaflor ist ein Gift-Pokémon. Ein Gift-Pflanzen-Pokémon, genau gesagt. Und Psychokinese, Traumfresse ist eine Psycho-Attacke, das heißt, die Attacke ist sehr effektiv bei Psycho gegen Gift. Außerdem kann unser Alpaulo gleichzeitig noch ein paar KP heilen. Hätten wir jetzt X-Bud eingesetzt, wäre das jetzt nicht ganz so schlau gewesen. Naja gut, aber egal, wir haben es geschafft. Oh, du bist wirklich stark. Ja, danke. Danke fürs Kompliment. Das muntert mich wieder auf, nach dieser Fehlerei im ersten Part im Duellturm. Habe ich immer noch einen tiefen Schmerz in meinem Herzen. Hallo, Sindoxer. Dich gibt's auch in Kanto. Was für eine Überraschung. Komm, ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. So. Du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. Okay, ich auch. Okay. Wir müssen aufpassen, dass unsere Pokémon nicht so heftig geschwächt werden, weil... unsere Pokémon, ja, sagen wir es mal so, hier gibt es fast keine Heilstelle, wo wir uns heilen können. Das heißt, wir müssen sehr hart jetzt kämpfen und aufpassen, dass wir möglichst wenig Schaden bekommen. Und deswegen schlage ich vor, ich nehme jetzt mal, wohin genau. Okay, wohin genau? Du brauchst einen Schaden, um anzugreifen. Keine Paralyse. Oh, sehr gut, okay. Spielcape! Okay, probier's gleich nochmal, wohin genau. Spielcape! Ja, zieh ruhig viel ab, Magneton. Wohin genau mag es, wenn es Schaden bekommt. Das gibt ihm quasi die Kraft anzugreifen. So, das ist so quasi eine erzieherische Maßnahme. Morlord, die Entwicklung aus Felino, da muss ich wechseln zu Alpaulo, nehme ich jetzt mal wieder.
Molot. Okay, mache ich wieder dasselbe wie vorhin bei Bisa Floor, Hypnose und dann Traumfresser. Ja, schlaf ruhig. Raube ihn seinem Traum. Ja, fast ein One-Hit. Aber nur fast. Okay, und jetzt Apollo, spuckt ihn ins Gesicht. Spuckt ihn ins Gesicht. Okay. Und er hat noch eins. Owei, glaube ich, ne? Jawohl, Owei, richtig prophezeit. Okay, Owei ist ein Psycho- und Pflanzen-Pokémon. Psycho-Pokémon sind schwach gegen Geistattacken, daher kann ich es mit Spuckball one-hitten. Genau. Gibt auch eine Menge Erfahrungspunkte wieder. Und Ed ist down. Juhu! Du bist froh, dass du... Egal. Diese Trainer hier, naja, diese Trainer hier, die haben halt ihre eigenen Wünsche. Hm, du bist gut, nicht wahr? Nein, ich bin scheiße schlecht. Ich habe nur Pokémon mit Level 1. Bitte greif mich nicht an. Nein! Oh Gott, ich werde verlieren. Ich habe nur ein Pokémon mit Level 1. Ah nein, er hat nur ein Pokémon, wollte ich damit sagen. sein Dame Level 35. Wenn man schon, wenn man bedenkt... Moment, ich sag's mal kurz. Wenn man bedenkt, dass wir damals im Radioturm gegen einen Team Rocket Trainer, der einen Golbat hatte, mit Level 36, und jetzt sind wir kurz vor der Liga und kämpfen gegen einen 35er Sandama, da denke ich mir, what the fuck? Also dieses Sandama hätte mir auch vor 7 Parts auch killen können. Denn damals haben wir ja die den Untergrund gemacht, so 7 Parts. Mann, 7 Parts heute schon her. Wie schnell wir jetzt vorankommen im Let's Play. Naja, aber ich muss ja auch fertig werden mit dem Let's Play. Ich meine, wir machen das Let's Play schon seit Dezember. Und jetzt haben wir Juli. Nee, fast schon August. Wie ich dachte. Das ist das längste Pokémon-Let's Play, was ich, glaube ich, je gemacht habe, oder? Kann es sein? Weiß ich gar nicht. Kann sein, ja. Sag nichts. Lass mich raten, woran du denkst. Ich weiß. Du denkst darüber nach, zur Pokémon-Liga zu gehen. Oh, das hätte ich jetzt selbst nicht erraten. Du bist gut. Wirklich, sehr gut. Vorhergesehen. Du Psychopath. Kyrill, keine Ahnung. Hallo Starmie. Ein Pokémon ohne ein Geschlecht, das ist super. Und jetzt Blitzattacke. Ich hoffe, das zieht wieder mehr ab. Wenn man bedenkt, wie wenig die Blitzattacke gegen das Lamaus im letzten Part im Duellturm genommen hat, Schaden gemacht hat, meine ich, dann ja. Okay, Expert erreicht Level 41. Also, das ist gut. Und jetzt kommt Girafarik. Ein Normal-Pokémon, kein Psycho-Pokémon, sondern ein Normal-Pokémon. Kann aber Psycho-Attacken. Ich nehme jetzt mal Nachtara. Denn er kann mich mit Psycho-Attacken nicht angreifen, weil mein Pokémon ein Unlicht-Pokémon ist. Und Unlicht-Pokémon können nicht vom Psycho-Pokémon oder vom Psycho-Attacken getroffen werden. Ja, vom Psycho-Pokémon schon, aber nicht vom Psycho-Attacken. So, Sternschauer. Du kannst mich eh nicht angreifen. Ja, er zieht seinen Girafarik mit Staffette zurück. Okay, hätte ich auch gemacht. Wow, Owei, kann mich auch nicht treffen, außer mit einer Pflanzenattacke vielleicht. Und ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt Sonnentag eingesetzt habe. Einfach mal so. Nein, oh Gott, Schallschwall ist böse. Bodycheck. Mein Owei zieht dich ab, und zwar ein paar KP. Nein. Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Sternschauer, komm. Nein, Egelsamen. Nein, Mann, das ist eine fiese Taktik. Stahlspore und Egelsamen. Wirklich eklige Taktik. Boah, Tara hat's geschafft. Ich bin stolz auf dich, Junge. So, und jetzt wechseln und nicht Staffette einsetzen. Weil ansonsten kriegt das Pokémon, was gewechselt wird,
durch Egelsamschaden. Hallo, Giraffa, ich hab mal schon als Feind gehabt. So, und ich würde sagen, hat es doch sicher einen harten Tag. Komm, schlafen wir eine Runde. Oh, Konfusion, nicht gut, nicht gut. Sie ist sehr effektiv. Oh Gott, nicht sehr gut. Er hat die Hälfte abgezogen, weil unser Alpado ein Gift-Pokémon ist. Nein, ach komm. Also irgendwie hast du das jetzt verdient, Alpado. Ich meine, zweimal nicht treffen. Na komm, der muss jetzt aber treffen. Also jetzt geht's doch. Jetzt hast du es erst gecheckt, dass du kurz vorm Draufgehen bist. So, friss deinen Traum, das wird dich wieder ein bisschen aufmuntern, Alpado. Warum nicht sehr effektiv? Ach jo, ach so, Psycho gegen Psycho, stimmt ja. Halt, Moment, Girafarig ist doch kein Psycho-Pokémon, oder? Ich konnte schwören, dass Girafarig kein Psycho-Pokémon ist, sondern ein Normal-Pokémon. Aber irgendwie ist es in dieser Generation ein Psycho-Pokémon. Aber in der anderen Generation ist es doch ein Normal-Pokémon, oder? Weiß ich jetzt nicht genau. Muss ich mir im Wiki genauer darüber Gedanken machen? Du solltest die wilden Pokémon, die hier leben, nicht unterschätzen. Doch. Die haben nämlich auch nur Level 30. Oder nee, sogar, vielleicht sogar ein bisschen schwächer. Bär. Starmie ist sehr edel. Okay, X-Bart. Biss-Attacke. One-Hit, glaube ich. Ah, nicht ganz. Oh Gott, Blubstrahl, nicht gut. Irgendwie sage ich zu jeder Attacke, die Gegner einsetzen, nicht gut. Oh Gott, Klatscher, nicht gut. Okay, Starmie ist down, sehr gut. Und wo ihn genau kriegt ein Level ab, Level 42 hat es jetzt. Nidoqueen. Was machen wir gegen Nidoqueen? Eine eine Psycho-Attacke hätten wir. Ich nehme Alpado. Aber zunächst muss Nidoqueen ein Nickerchen machen, bevor wir mit Traumfresse angreifen können. Also Hypnose. Jetzt triffst du plötzlich beim ersten Mal, Alpado. Alpado riecht Frischfleisch. Ich muss den Traum von Nidoqueen absaugen. Und dann den Traum meiner eigenen Kraft hinzufügen. So kann man sein Alpado auch heilen. Und der 49 für Alpado. Wäre natürlich viel cooler, wenn wir jetzt einen Gengar hätten. Aber Alpado ist genauso cool. Da bin ich schon wieder. Okay, ich muss aufpassen, dass Starmie keine Psycho-Attacke einsetzt, aber ich glaube kaum, dass Starmie eine Psycho-Attacke kann. Daher greife ich jetzt mit Spukbe an. Psycho gegen... Geist gegen Psycho ist sehr effektiv. Okay, Bär ist down. Oh, du bist viel zu stark. Ja, ich weiß. Meine Pokémon haben ja auch schon Level 40. Und wir sind noch gute 26. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Jetzt haben wir es fast geschafft. Wir sind vor der Pokémon-Liga. Aber werden wir das Abenteuer der Pokémon-Liga bestreiten können? Und vor allem, werden wir es schaffen, die Top 4 zu schlagen? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es schaffen können. Heute fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich den Liga-Champ besiegen könnte. Okay, dann lass mich mal sehen, ob du das Potenzial dafür hast mit deinem Pokémon. Arthur. Okay, mit einem Baldofisch gegen den Champion antreten. Mit Level 30. Das schaffst du hundertprozentig. Okay, Baldofisch ist ein Psycho. Baldofisch ist ein Gift-Wasser-Pokémon. Ähnlich wie Tentocha oder Tentaxa. Tentocha. Daher können wir es mit Traumfresser auch angreifen. So, das müsste Alpados KP wieder aufs Maximum steigern. Genau so ist es. Und Baldofisch wurde, ja, sagen wir, gewonnen, weil es ja eine Attacke war, die ihn angegriffen hat. Bis auf Hypnose, aber Hypnose zählen wir mal nicht dazu.
Noch ein Balderfisch. Also mit zwei Balderfische gegen einen Champion antreten. Ja, ich weiß nicht, also. Das schaffst du hundertprozentig, also. Hab keine Sorge, du kannst sofort gegen den Champion antreten. Angle. Mit nur Balderfische. So, wenn er nochmal einen Balderfisch hat, dann bin ich hundertprozentig überzeugt, dass er den Champion schlagen kann. Hundertprozentig. Und hast du ein drittes Balderfisch? Nein, ein Golking. Okay, du schaffst den Champion jetzt nicht zu besiegen. Du brauchst schon ein drittes Balderfisch. Ein Golking? So gut, Hypnose. Schicken wir Golking ins Schlaraffenland. Und dann machen wir seinen Traum zu einem Albtraum. Aub ihn seinen Traum aus deinem Gedächtnis. Gut, noch einmal uns Golking hätten wir geschlagen. Auch den Trainer. Arthur ist down. So. Nein, nicht in diesem Kampf. Doch, du hast verloren. In diesem Kampf. Was willst du? Hi Gold, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Es ist in einem PC, es wird dir gefallen. Okay, wer ist es ein useless Item? Dann haben wir ein Problem. Okay, ich prophezeie. Was sagst du, Pokémon gehören, was der für ein Pokémon hat? Pantimos? Nein, hat er nicht. Lamos? Kann es sein, dass der einen Lamos hat? Ich tippe, der hat einen Lamos. Wow, sieh dir all die Orden an. Ich bin beeindruckt. Aber es reicht nicht, sie nur zu sammeln, oder? Na komm, zeig deinen Lamos, glaube ich, was du da hast. Und dann machen wir dich schnell platt und dann... Ja. Nein, ah, okay. Ich wusste, der hat einen Psycho-Pokémon, aber Psyana... hat er. Ja, gut, Psyana. Moment, wie wär's? Machen wir's mal. So, Psyana gegen Nachtara. Die zwei neuen Evoli-Entwicklungen treten gegeneinander an. Und er kann unser Nachtara nicht mit Konfusion treffen. Nutzen wir gleich die Gelegenheit und heilen unser Nachtara. Und zwar mit einem Item, was wir nicht haben. Das ist dann wieder super. Ja gut, Nachtara, Sternschauer. Ja, Psyana kann unser Nachtara nicht angreifen, weil Psycho-Pokémon nicht... und nicht Pokémon angreifen können. Daher greift er mit einer Normalattacke an, nämlich Ruxukib. Schade, dass wir keine Unlicht-Attacke haben. Ansonsten könnten wir dieses Psyana leicht one-hitten. Ne, one-hitten nicht. Naja, sagen wir mal leicht besiegen. Denn Unlicht-Attacken sind sehr effektiv gegen Psycho-Pokémon. Aber ich glaube, auch so müssten wir es leicht besiegen. Denn Ruxukib ist ja nicht so besonders stark. Außerdem hat unser Nachtara ein höheres Level. Da ist es eigentlich schon klar, wer gewinnt. Guter Kampf. Ja, gutes Psyana. Also Psyana ist wirklich cool. So, hier geht's auch weiter. Schauen wir mal nach, wo es hier lang geht. Aha, hier kommen wir zurück. Okay, das haben wir wieder sehr gut gemacht. Nein! Ah, komm, auf das Nachtara habe ich jetzt keine Lust. So. Wir haben alle 8 Orden. Ich will jetzt wieder sentimental werden. Wir haben alle 8 Orden. Wir haben die Herausforderung der Arenen bestanden. Doch jetzt müssen wir die Top 4 besiegen. Ich habe noch schnell meine Pokémon. Deine Pokémon sehen müde aus. Gönn ihnen eine kleine Pause. Hier. Deine Pokémon sehen gut aus. Mach weiter so. Hast du auch vielleicht die Box oder so, einen Computer oder so, wo ich meine Pokémon wieder mitnehmen kann oder so? Nein, wahrscheinlich nicht. Dies ist eine Karte. Okay, wir sind jetzt hier. Hier ist das Indigo-Plateau. Ort, wo wir gegen den Champion antreten werden. So, hier ist eine Trainerin. Aber zunächst hole ich mir das Item. Quatsch, die Beere. Ja, ein Item ist es ja eigentlich auch. Okay, ich frage mich, ob wir hier fliegen können. Ich meine, wir haben ja hier in Kanto ja noch keinen Ort gefunden. Also, okay, wir werden hier weitergeleitet zu Johto.
Da du es bis hierher geschafft hast, musst du gut sein. Ich werde in diesem Kampf alles geben. Okay, freut mich, dass du so motiviert bist. Okay, ich prophezeie, die hat einen Turtok, und zwar als letztes Pokémon, und ich prophezeie, die setzt jetzt einen Pikachu ein. Ja, Pokémon-Gedächtnis. Ich glaube, das sage ich immer, wenn ich was vorher sage. Pokémon-Gedächtnis. Okay, und ich habe den Part nicht schon mal gemacht. Ich mache den nicht nochmal. Ich mache das jetzt alles komplett zum ersten Mal als Let's Play. Vorher habe ich das Spiel nur millionenmal durchgespielt. Deswegen weiß ich die Pokémon, die jetzt da überall auftauchen, bei fast jedem Trainer. Oh, oh, Donner, Donner, Donner. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Na los, Apollo, treff dieses Pikachu. Unterschätze es nicht, unterschätze es nicht. Apollo, du unterschätzt dieses Pikachu mal wieder, ey. Musst du jetzt schon wieder alle KP verlieren, damit du checkst, dass du Hypnose einsetzen sollst? Ja, anscheinend. Okay, Apollo. Traumfresser. Immerhin kannst du dich jetzt dadurch wieder ein bisschen heilen. Gut, jetzt kommt ihr Turtok. Gegen Turtok haben wir, glaube ich, nichts. Ich probiere es mal mit Turtok ist ja ein normales Wasser-Pokémon. Daher nehme ich mal. Ich lasse mal Apollo draußen. Ist ja egal. Geiler Sprite. Okay, Hypnose. Gut, und anschließend greifen wir die Vollentwicklung des Wasserstatus von Wasserstarters von Kanto mit einer Traumfresser-Attacke an. Gut, okay. Vielleicht haben wir Turtok geschlagen. Wir müssen jetzt nur noch ein weiteres Mal mit Traumfresser angreifen. Ja. Und jetzt halten wir Turtok, den Wasserstarter, oder den vollentwickelten Wasserstarter von Kanto, geschlagen. Passt ja, weil wir schon in Kanto sind, ne? Okay, Susi hätte mir erledigt. Nein, ich kann das nicht glauben. Doch, kannst du. Glauben tut man übrigens in der Kirche. Das sagt mein Lehrer immer. Blablabla. Ne, wenn unsere Lehrer uns ausfragen und jemand sagt, ich glaube, das ist so und so, dann sagen die immer, Glauben tut man in der Kirche. Und wieder ein wildes Pokémon. Hallo Mollard. Mollard. Vorhin hatte doch ein Trainer einen Mollard, oder? Der hat seinen Mollard wahrscheinlich hier gefangen. Gut, hier ist ein Haus. Schauen wir mal nach. Ein Tagebuch. Hier steht etwas geschrieben. Lesen? Ja. An meine Brüder und Schwestern. Wir sind stolz darauf, Pokémon-Trainern zu dienen. Wenn ein Trainer mit dir spricht, gib ihm etwas Nützliches. Eure Monia. Weiterlesen, ja. Montag, Monia. Route 40. Dienstag, Dietlinde. Route 29. Mittwoch, Mitko. See des Zorns. Donnerstag, Donautus. Route 36. Freitag, Frieda. Route 32. Samstag, Samson. Ebenholz City. Sonntag, Sonnfried. Route 37. Das sind die ganzen Leute, die wir angesprochen haben, die uns immer Items geschenkt haben an bestimmten Tagen. Hier kann man nachlesen, wo sich die wo sich die befinden, die die Leute, zu welchen Tagen und auf welcher Route. Und so kann man alle Items von denen einsammeln. Finde ich sehr cool gemacht eigentlich. Sowas könnte man in den neuen Generationen auch einbauen. So, aber jetzt wieder zurück. Wir haben die Liga fast erreicht. Ich frage mich, welche Trainer auf uns warten. Wenn du harte Kämpfe bestreitest, wirst du stärker. Das stimmt. Je stärker die Trainer sind, desto stärker unsere Pokémon. Weil sie ja mehr Erfahrungspunkte geben. Okay, Mike. Zeig, was du drauf hast. Hallo, Frisäure aus dem Pokémon Team Rocket Let's Play. Schleichwerbung, ich weiß.
Okay, wir greifen Frisäure mit Fliegen an. Wird ein Monit, glaube ich. Ja, klar wird das ein Monit. Ja. Flug gegen Pflanze. Gut, Kingler hast du. Okay, Kingler ist cool. Hab mir auch schon überlegt, ob ich das ins Team hole. Aber vielleicht in einem anderen Let's Play. Was mache ich denn gegen Kingler? Gute Frage eigentlich. Ich nehme mal Apollo. Hallo Kingler. Gut, mach mal Krabbenfutter aus dem. Heute einen frischen Hummer auf dem Grill. Dann hauen wir noch ein bisschen Pfeffer drauf. Und dann wird es ein gutes Abendessen. Das Kingler. Lecker, lecker. Und zunächst müssen wir es killen. Weil ich seinen Körper nicht beschädigen möchte, töte ich ihn von innen heraus. Und zwar mit einem Albtraum. Sodass es noch frisch bleibt, ne? Das Fleisch von dieser Krabbe. So, Level Up für Ruinino, Level 43 inzwischen. Und Flamara, die Vollentwicklung von Evoli. Da nehme ich wieder nach Tara. Wieder Evoli-Entwicklung gegen Evoli-Entwicklung. Also gut nach Tara. Bodycheck. Ja, jetzt triffst du auf einmal. Sehr gut nach Tara. One-Hit, wenn es geht. Oh, ich habe mich so gefreut, wenn du einen One-Hit jetzt gemacht hättest. Das wäre nach Taras erster One-Hit. Okay, Sternschauer. Er hat Sandwirbel angesetzt. Und ich glaube, das müsste reichen, oder? Ja. Level up. Ah, fast. Fast. Ja, das Leben ist noch härter. Gut, ich hoffe, wir schaffen es, die Leute in der Liga zu schlagen. Ich hoffe, die sind nicht so stark. Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Okay, Fred hat auch nur zwei Pokémon. Dafür hat er eine hohe Qualität seiner Pokémon. Also je mehr Pokémon die haben, desto schwächer sind sie in der Regel. Da spielen sie eher auf Quantität. Und je weniger Pokémon haben, desto stärker sind die Pokémon. Da spielen sie eher auf Qualität. Ja, also jetzt wisst ihr, was Qualität und Quantität heißt für die Leute, die es nicht wissen. Also bei uns ist es wichtig bei Betriebswirtschaft, ob man eher quantitätsmäßig liefern sollte oder so, oder eher auf Qualität. Nee, bei der Beschaffung der Ware, ob man qualitative Waren kaufen soll oder quantitative Waren. Quantitative Waren sind natürlich billiger, dafür aber muss man die billiger verkaufen, weil die da billiger wert sind. Und bei qualitative Waren muss man die teurer einkaufen, kann man aber auch teurer auch wieder verkaufen. Und man macht dadurch einen größeren Umsatz. Aber jetzt wieder zurück zu Pokémon, zurück von Wirtschaft zu Pokémon. Ja, sowas lernen wir in der Schule. Aber Schule habe ich ja erst wieder in 6 Monaten. Jetzt habe ich die Sommerferien zum Glück. Yippie! Und Enteron hätten wir auch besiegt. Okay. Ich habe es vermasselt. Nein, du hast doch nichts vermasselt, du hast ein gutes Enteron. Da kann man doch fast... Ach, du schon wieder. Hi Girls, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden. Ey, wie häufig tust du einkaufen? Oh. Ja, danke fürs Item. Gott, hoffentlich ist da nichts. Hoffentlich ist da keine Kackwurst in meiner Box oder sowas. Was er von meinem Geld gekauft hat. Ich habe gegen einen Trainer namens Silver gekämpft oder verloren. Er war sehr stark, aber es schien, als sei er vom Siegen besessen. Seine Pokémon taten mir leid. Ja, dem kann ich nur beistimmen. Der ist Silber halt, ne? Ein Vandale, der seine Pokémon nicht trainiert. So, Galoppa wahrscheinlich, ne? Ja, genau, wieder ein Pokémon, was ich mir gemerkt habe. Level 40, oder? Nein, 36. Aber 40 wäre ich, mit 40 wäre ich auch schon zufrieden gewesen. Also gut, dieses Pokémon ist ein klares Feuer-Pokémon, was man auch deutlich erkennen kann.
Und Feuer kann man logischerweise mit Wasser löschen. Okay, Surfer und dieses Galopper ist down. Eigentlich könnten wir Gyarados Regentanz beibringen, aber ich glaube, Regentanz kann auch ein anderes Pokémon von unserem Team, was im Moveset steht. Und ich muss mich immer ans Moveset halten. Ich bin ein Diener des Movesets. Der Wille des Movesets ist mein Befehl oder so. Nee, der Wunsch des Movesets ist mein Befehl. So heißt es. Gut, jetzt gehe ich zurück und heile meine Pokémon nochmal. Übrigens eine sehr epische Route mit der Musik und so. Da kann man sich nochmal zurückerinnern auf sein Abenteuer, was man in Johto alles erlebt hat. Und nochmal zurückblicken auf alte Zeiten in Johto. Damals beim Kampf gegen die Arenaleiter. Das mühselige Rumlaufen zwischen den Städten. Die ganzen Pokémon-Trainer, die wir besiegt haben. Die ganzen wilden Pokémon, die uns genervt haben. Und die wir teilweise auch eingefangen haben und zu uns ins Team geholt haben. Das alles wird uns jetzt helfen, die Pokémon-Liga zu schaffen. Jetzt haben wir die Liga erreicht. Gut, aber bevor ich weitergehe, beende ich den Part und dann geht's im nächsten Part weiter mit der Siegestraße. Also, bis zum nächsten Part, Leute. Macht's gut. Ciao.